Im Deutschen Bundestag sitzen derzeit 709 Abgeordnete. Die monatliche Aufwandsentschädigung pro Abgeordneten beträgt rund 10.000 Euro. Das macht pro Jahr rund 120.000 Euro. Rechts und links davon gibt es zwar noch reichlich andere Pauschalen und Entschädigungen, aber die lasse ich hier der Einfachheit halber einfach mal weg. Ich rechne also mal ganz kurz im Kopf zusammen. 709 mal 120.000 Euro, das macht dann nach Adam Riese mal ebenso rund 85 Millionen Euro an Diäten pro Jahr. Wäre der Bundestag ein Unternehmen, bei dem man eine Bilanz zieht, dann muss man ganz klar feststellen, eigentlich müsste man den Laden komplett dicht machen. Was man jedoch mit Fug und Recht behaupten kann, wir leisten uns viel zu viele Angestellte und sehr viele Abgeordnete sind ihr Geld nicht wert. Was mich aber am meisten stört, das sind in Anführungszeichen die Probleme, mit denen sich die Damen und Herren, manche zumindest, derzeit beschäftigen. Davon habe ich heute exemplarisch mal zwei mitgebracht und nach dem Intro geht es wie immer los. Ja, meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch zu diesem heutigen Video, in dem ich mir mit Verlaub ein wenig Luft machen muss. Bleibt bitte bis zum Ende dran, denn ich habe ein spannendes Quiz, bei dem du unbedingt mitmachen sollst. Die Probleme, mit denen sich unsere Politiker derzeit herumschlagen, dagegen sehen doch die existenziellen Sorgen der Menschen angesichts der Auswirkungen der C-Krise wie Kleinkram aus. Ja, nehmen wir als Beispiel Frau von der Leyen, wobei diese natürlich keine Abgeordnete des Bundestages ist, sondern die Kommissionspräsidentin eines Ladens, der sogar noch ineffizienter ist als der Deutsche Bundestag selber, nämlich die Europäische Union. Und als solche erhält sie keine 10.000 Euro pro Monat, sondern sage und schreibe mehr als 25.000 Euro. Und wollt ihr wissen, mit welchen Problemen sich diese Frau von der Leyen herumschlägt? Haltet euch fest, bei ihrem letzten Besuch in der Türkei durfte Frau von der Leyen nicht im Sessel neben Herrn Erdogan sitzen, sondern musste sich auf ein Ledersofa setzen. Ja, und das ist natürlich wahrlich ein Problem von existenziellem Ausmaß. Uschi bekommt keinen Sessel, was für ein Skandal. Dagegen muss man sich doch als Friseur oder Gastronom in diesen Tagen fast schon schämen. Ironie off. Was mir aber noch deutlich mehr auf den Zeiger geht, um es einmal gelinde auszudrücken, das ist der Tanz um den Posten der Bundeskanzlerin. Unzählige Menschen in diesem Land verlieren gerade die komplette Existenz. Wir stehen vor einer Pleitewelle, die ohne Zweifel historische Ausmaße annehmen wird, das kann ich euch sagen. Und was machen Armin Laschet und Markus Söder? Die streiten sich in diesen Tagen darum, wer von beiden keine Bundeskanzlerin werden darf. Mir persönlich ist es ohnehin so Wurst wie Conchita, welche Koalition ab September regiert und von welchen Politikern diese Koalition angeführt wird. Eines ist nämlich sonnenklar, schlimmer kann es definitiv nicht mehr werden. Das, was in den letzten 12 Monaten an Porzellan zerschlagen und an Vertrauen, und das ist entscheidend, zerstört wurde, das ist von keiner Regierung und von keinem Politiker mehr gut zu machen. Ihr wisst ja hoffentlich alle, welchen Eid die 120.000 Euro Damen und Herren im Bundestag ablegen. Ich zitiere gerne an dieser Stelle. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Meine lieben Zuschauer, ich lasse diese Worte einmal eingeblendet und frage euch, welcher Politiker ist auch nur eines der 6 Aufgaben im Zusammenhang mit dem Amtseid gerecht geworden? Diese Frage ist ernst gemeint und ich bitte euch, greift auch hier in die Tasten. Was man zweifellos feststellen darf, auf das Grundgesetz darf sich niemand mehr berufen und auch nicht mehr verlassen. Das Grundgesetz als Fels in der Brandung, es wurde durch die Merkel-Regierung massiv beschädigt und es steht zu befürchten, dass es in der Zukunft auch weiter erodieren wird. Der Fairness halber sei aber gesagt, es war nicht nur die Regierung,
die sich daran vergriffen hat. Es waren auch die Helfershelfer aus den Reihen der Exekutivgewalt daran beteiligt. Ich bin in den vergangenen Tagen über eine bemerkenswerte oder über bemerkenswertes Zitat vom ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß gestoßen. Dieser hat in einer Rede Folgendes gesagt: Wer Menschen ohne Grund in Furcht, Unsicherheit und Aufregung versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Komisch, hierzu fällt mir ganz spontan ein Abgeordneter aus dem Lager der SPD ein. Euch auch? Anstatt die freiheitlichen Grundrechte immer weiter abzubauen, würde ich mir wünschen, dass man den Kern dieses Zitats als weitere Aufgabe in den Amtseid einfügt, ganz nach dem Motto: Ich schwöre, dass ich das deutsche Volk weder in Furcht noch in Angst und schon gar nicht in Aufregung versetzen werde. Aber das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Möglicherweise fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, was das heutige Video mit diesem Themenkomplex der Geldanlage und Sachwerte zu tun hat. Die Antwort darauf lautet: Es hat eine ganze Menge damit zu tun. Denn wenn einer von euch glaubt, die Damen und Herren aus dem Bundestag würden dafür sorgen, dass die Dinge irgendwann einmal besser laufen, der befindet sich auf dem Holzweg. Um es ganz klar zu stellen, ich will hier nicht irgendwelche Viren verharmlosen oder leugnen. Aber es kann nicht sein, dass unsere Politiker nichts anderes mehr im Sinn haben als die Frage, wer die nächste Bundeskanzlerin wird oder ob ich im Sessel oder auf dem Sofa sitzen muss, während die Menschen in diesem Land leiden und in großen Teilen finanziell, aber auch mit den Nerven, das ist entscheidend, völlig am Ende sind. Der massive Schaden, der uns und auch unseren Kindern gerade im Zuge der C-Krise entsteht, mit Homeschooling, fragwürdigen Schließungen, Kontaktverboten und, all das interessiert die Damen und Herren in der Politik die meisten offenbar herzlich wenig. Ich gebe allerdings zu, dass mich das Verhalten dieser Kaste in keinster Weise überrascht. Denn der Politikbetrieb spielt sich in einem Konstrukt ab, welches wir hier als das Quadrat der Unwissenden bezeichnen. Es spielt einfach keine Rolle, wer ab September die neue Bundeskanzlerin sein wird, denn auch sie wird den Schaden nicht beheben können. Das Gegenteil ist der Fall. Und wer weiß, vielleicht wird sie gerade deshalb so massiv protegiert. Ich kann definitiv niemandem dazu raten, auf die Bundestagswahl zu warten, in der Hoffnung, dass irgendetwas in diesem Land besser wird. Vielmehr kann ich euch nur wärmstens empfehlen, seht wirklich zu, dass ihr das Quadrat der Unwissenden verlasst, bevor ihr zur finanziellen Ader gelassen werdet. Denn dazu wird es zweifellos kommen. Diejenigen, die entscheiden, was in diesem Land passiert, könnt ihr im September definitiv nicht wählen. Und das sagt nicht der Daniel Sauer aus Eichenzell, sondern das sagte Horst Seehofer einmal völlig unverblümt im deutschen Fernsehen. Im Quadrat der Unwissenden fließt die Energie ab. Aber sie verpufft eben nicht im Nirvana, sondern sie fließt als Wertzuwachs in das Dreispeichenrad. Wem das zu viel Theorie ist, dem gebe ich gerne ein ganz konkretes und aktuelles Beispiel. Im Zuge der C-Krise freuen sich Millionen von Menschen in Deutschland derzeit auf ihre Impfung. Klammer auf, außer ich, Klammer zu. Die Menschen im Quadrat der Unwissenden glauben, dass diese Impfungen kostenfrei sind, weil sie von Bund und Länder bzw. von den Krankenkassen übernommen werden. Und dagegen aber wissen die Menschen im Dreispeichenrad jedoch, dass außer Luft und Liebe leider nichts kostenfrei ist und würden wahrscheinlich versuchen, sich an Unternehmen zu beteiligen, welche die Impfstoffe verkaufen. In Wahrheit müssen nämlich die Menschen im Quadrat der Unwissenden für den Impfstoff bezahlen, und zwar indirekt über Steuern und Beiträge. Im Dreispeichenrad entsteht also ein Wertzuwachs, in dem die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen steigen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass es mir hierbei lediglich darum geht, euch die Theorie vom Quadrat und dem Dreispeichenrad in diesem Beispiel vor Augen zu führen. Natürlich ist es nicht mein favorisiertes Investment, also definitiv nicht der lange Rede kurzer Sinn. Ich hoffe, die Message kommt rüber. Bring dein Geld in Sicherheit, indem du schleunigst aus dem Quadrat der Unwissenden aussteigst. Was definitiv entscheidend ist, im Quadrat der Unwissenden versucht man dich nicht nur arm zu halten, sondern auch noch für dumm zu verkaufen. Man kann es nicht anders sagen. Kümmert euch nicht darum,
wer die nächste Bundeskanzlerin wird, sondern beschäftigt euch endlich viel lieber mit den Mechanismen unseres Geldsystems. Mein Appell an dich da draußen, investiere eine Stunde deiner wertvollen Zeit, um mehr über Hintergründe zu erfahren. Mein Webinar Mach es wie die Hochfinanz beispielsweise wurde bereits für tausende meiner Zuschauer zum Gamechanger und zwar im positiven Sinn. Falls du diesem Event noch nicht beigewohnt hast, dann tu es einfach, solange es noch kostenlos angeboten wird. Ich garantiere dir, auch du wirst begeistert sein. Wer sich bereits im Klaren darüber ist, dass dass Handlungsbedarf entsteht und wenn du keine weitere Lust hast auf Enteignungen deines Vermögens, der kann sich auch gerne kostenfrei und unverbindlich zu einem Kennenlerngespräch mit mir oder einem Teampartner vereinbaren. Ja, was mich interessiert, was mich brennend interessiert und allen Ernstes, wo sich ein Politiker in den letzten Monaten positiv hervorgetan hat. Schreib es mir einfach mal, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Wer etwas weiß, der schreibt es mir einfach in die Kommentare. Außerdem möchte ich von dir wissen, wie du über den Politikbetrieb derzeit denkst und ob du einen Tipp hast, wer die nächste Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es bitte gleich und denke bitte auch an die Glocke, damit du auch in Zukunft kein wichtiges Video mehr verpasst. Ja, bis zum nächsten Video am Sonntag. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.